Okay, so jetzt mal im Ernst. Wer von Ihnen hat eine Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz? Bitte einmal die Hand heben. Können ruhig weit hoch. Wer von Ihnen kennt jemand mit einer Nahrungsmittelintoleranz oder Allergie? Sehr schön. Sie können die Hände wieder runternehmen. Ich lasse meine Hand allerdings oben. Denn genau wie Ihnen und mir geht es mehr als 25 Millionen Menschen in Deutschland. Mein Name ist Viktoria Norg. Ich studiere momentan International Business an der SAH Heidelberg. Grundsätzlich verbringe ich mehr Zeit im Gründerinstitut momentan, wo ich mit anderen jungen Unternehmen zusammenarbeite. Ich ernähre mich kuhmilchfrei momentan aufgrund einer Intoleranz und möchte Sie zu folgendem Szenario einladen. Angenommen, ich gehe einkaufen, stehe vor einem Kühlregal, möchte einen neuen Frischkäse ausprobieren. Brauche ich normalerweise mehrere Minuten, um ein geeignetes Produkt zu finden. Oder mein Vater geht einkaufen, möchte mir ein Produkt mitbringen, hat seine Brille vergessen, hat er natürlich ein Problem. Natürlich heute im Zeitalter von Smartphones haben wir Glück. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Produkt scannen, den Barcode scannen und in wenigen Minuten wüssten Sie, ob ein Produkt für Sie geeignet ist oder nicht. Die Inhaltsstoffe des Produktes würden mit Ihrem individuellen Profil verglichen werden und natürlich sind Ihre Allergien nicht die gleichen wie die Ihres Nachbarns oder Ihres Freundes. Zusätzlich würden Ihnen Alternativen vorgeschlagen werden, die Sie direkt online von der App aus einkaufen könnten. Natürlich, wie Sie sich gedacht haben, reden wir nicht von irgendeiner App. Wir reden von der App Zero Wonder, die mein Team und ich Anfang des Jahres gegründet haben. Zero Wonder steht hier für nicht herumwandern, nicht herumirren. Die App soll Ihnen Sicherheit bieten und Ihnen helfen, nicht in einem Einkaufsdschungel zu versinken. Dass die App nicht nur eine fixe Idee ohne Zukunft ist, beweist, dass 43 von 50 befragten Leuten diese App nutzen würden, ebenso wie ein funktionelles und statisches Mockup, das bereits entwickelt wurde, haben auf ganzer Linie überzeugt. Wie bereits erwähnt, 25 Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen und da sie sich entweder für eine vegane und vegetarische Ernährung entschieden haben oder eben auf Allergien oder Intoleranzen zurück sind. Ja. Zu guter Letzt hätte ich noch eine Frage für Sie, wenn Sie noch mal einmal alle Ihre Hand heben könnten. Von gerade eben? Genau, perfekt. Wenn ich diese App nun auf dem Markt anbieten würde, zu einem Preis von 2 €, wer von Ihnen würde diese App konsumieren oder kaufen? Im Jahr. 2 € im Jahr. Genau, einfach die Hand oben halten. Vielen Dank. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass die App für weit weniger als 2 € schon ein Geschäftsmodell darstellen würde, wären Sie dann überzeugt von meiner Idee?